Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Marcel Schröder und ja, wir werden jetzt hier mal ein bisschen Strom verteilen, beziehungsweise ein paar Sachen noch anschließen und dann gucken wir mal, dass die ersten Teile unseres Werkes eventuell schon mal ein bisschen was arbeiten könnten. Das wäre ja theoretisch eigentlich ganz praktisch. Theoretisch eigentlich ganz praktisch. Ihr wisst schon, wovon ich rede. So. Ich weiß es manchmal nicht. Gut. Nee. Sollen wir uns aber auch erstmal nicht weiter stören. Wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen Strömlinge verteilen im Berg. Das sieht sehr aufgeräumt aus, finde ich sogar. So generell das Werk. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan bei meiner Zählerei wieder und ähnlichem, aber ich bin guter Dinge, dass ich mich diesmal an das allgemeine Zählwerk gehalten habe. Wie gesagt, es kann immer mal sein, dass ich mich schwer verzähle. So, dann bauen wir noch ein paar Lämpchen hier rein. Einfach, weil es schön ist, wenn es leuchtet. Sag mal! Kein schönes Geräusch immer mit Map. Die Möpe. Er möpt aber auch gerne mal, ne? Muss man ja wirklich sagen. Möpi, Möp hier. Ist hier ein Spieler, der so, sich so einen Game-Attack hat auf Twitch? Möp oder so? Ja, meinen wir, muss man gelesen zu haben. So, egal. Oder auch nicht egal. Ich weiß es wirklich nicht. So, dann wenn wir hier auf der Seite machen, wir es dann direkt neben dem. Hin einfach, weil es direkt daneben geht. So, dann schließen wir das Ganze jetzt mal mit Strom an hier ans System. Hol dir mal ein bisschen Energy von da. So, jetzt müsste alles einmal ein bisschen was nehmen. Das sieht doch schon mal ganz zauberhaft aus. Wie sich das hier so aufteilt. So. Oh, hier ist gleich ein Foto von. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also das funktioniert soweit. Jetzt brauchen wir noch diese Flüssigkeit hier. Die möchte ich natürlich erstmal mit einem bisschen Druck dahin transportieren. Und dann würde ich hier am Anfang überall solche Kessel nochmal mit reinstellen. Man kann die nicht ganz da reinstellen, oder? So. Einfach nur, damit da noch ein bisschen mehr Flüssigkeit zwischengebunkert wird. So. Und da den Anschluss dran bauen. Warte mal, jetzt müssen wir mal. Oh, da fehlt. Oh, guck mal hier. Hab ich den zu weit weggebaut ein? Tatsächlich, den letzten habe ich einen zu weit weggebaut. Aber es ist ganz praktisch wegen dem da oben gewesen. Na gut. Dann machen wir hier eine Verbindung rein. Das wird uns natürlich im Stromnetz gleich auffallen, wenn wir rauszoomen in der Karte. Dass das hier keine schönen, gleichmäßige Leitungsverteilung ist. Muss aber sagen, obwohl, fällt nicht doll auf, ne? Dass das ein bisschen länger ist. Fällt auf, aber man muss es wissen. So, ja, hier ist so ein bisschen Chaos mit der Leitung passiert. Was mir nicht gefallen hat, hier ist ein bisschen Chaos passiert und hier ist ein bisschen Chaos passiert und da ist merkwürdig. Aber sonst ist es erstmal mit meinen Stromleitungen bin ich erstmal ganz zufrieden. Obwohl, dieses komische abgeknickte Runde. Ach, nein, egal. Okay, wir wollen nicht, wir wollen da nicht mehr drüber reden. So, okay, jetzt muss ich einmal. Wie weit kann ich den Sprung? Naja, ich muss aber bis dahin rausspringen. Damit ich die Leitung von dem Material da lang legen kann. So. Ah, bis da runter. So. Jetzt muss ich irgendwo den Sprung hier reinschaffen.
Machen wir einfach mal hier. Und dann nehmen wir hier ein Pümpchen. Stecken das da ran. Dann stellen wir fest, dass wir keinen Strom dort haben. Das ist alles nicht schön. So, und dann sollte jetzt sich hier überall die Flüssigkeit drin verteilen. Bis in das letzte Werk vorne rein. Ja, genau. Sehr gut. Und die sollten jetzt eigentlich alle dann loslegen. Hier unten kommt nichts mehr an. Nur nichts. Und die haben ja noch 50% drin in der gesamten Leitung. Okay, das müssen wir beobachten. Es könnte sein, dass wir da nochmal eine Pumpstation brauchen irgendwo. Oder dass ich das doch noch ein bisschen besser verteilen muss hier oben. Und da sollte eigentlich sollte genug ankommen unten. Heilt sich jetzt mal hier durch immer, aber ja, vielleicht sind die Tanks auch falsch. Na gut. So, okay, und dann brauche ich jetzt einen 10 auf Dings, habe ich nicht, aber ich habe 2,5 auf 1, ne, kann ich machen eigentlich. Wenn ihr 5 zusammenziehen auf ein Förderband und da 5 zusammenziehen auf ein Förderband und dann hier runterkommen lassen, dass das dann hier mit einem sich zusammenbaut. Wir können aber auch erstmal 5 auf 2 machen und dann nochmal den von 4 auf 2 runter reduzieren. Das könnte sozusagen den Durchfluss vielleicht ein bisschen verbessern. Weiß ich nicht. Nee, das klingt einfach doppelt. Viel mehr kommt ja von oben eh nicht. So. Also es sind insgesamt 2 Förderbänder rauskommen. Nee, B muss ich dazu drücken. Nein, da wollte ich nicht hin. Balancers. 5, also 10 auf. Dings habe ich ja nicht. Ne? Nee, ich hatte mal irgendwo noch ein anderes Buch, wo das abgeblieben ist. Keine Ahnung. So, machen wir 5 auf 1 oder 5 auf 2? 5 auf 1 reicht ja hin, ne? Das ist ja quasi das, was da ankommt. Und da kommt ja niemand volles Band an, ne? Also. So. Das ich würde hier in 5 auf 1 machen. Direkt an der Ecke unten. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen das so. Dann wieder weg. Okay. Und dann geht der da dran. Der geht da dran. Der geht da dran. Der geht da dran. Der geht da dran. Sieht schon mal ganz gut aus. So, dann können wir das eigentlich so, wie es hier ist, nehmen und da drauf setzen. Gut, und dann haben wir sozusagen unseren Ausgang von dem Berg mit 2 Förderbändern. Sehr schön. So, hier machen wir 5 auf 2, weil hier haben wir ja auch 5 Ausgänge. So, das heißt, also gehen wir den Ding machen erstmal aufs Buch und nehmen den 5 auf 2. Der kommt hier unten ein paar drunter. So. Upgraden, so.
Jetzt habe ich auch hier schon wieder das Falsche angeschlossen. Oder hier ist es richtig angeschlossen, aber hier ist das Falsche angeschlossen. So, müssen wir das Ohr zu Ohr nehmen. Das ist nämlich unser Ausgang. So. Okay, so. Dann haben wir das hier auch. Und dann können wir jetzt hier die Produkte anschließen. Dann müssen wir hier bloß noch die Flüssigkeit reinkriegen. Na, ja, okay. Das kriegen wir hier drüber verteilt dann wahrscheinlich. So. So. Okay, dann müssen wir vorsichtig sein. Das dürfen wir nicht mit dem verbinden. Jetzt haben wir da nämlich denn eine mittelschwere Katastrophe gebaut. Und die wollen wir natürlich nicht haben. So. Und hier muss jetzt... schade, aber gut, jetzt machen so. Hier muss jetzt ein Strang davon dran. Wo lege ich den lang am blödesten? Hier kommen wir genau auf. Es ist aber auch wirklich gar nicht mal so schön hier. Lang trotzdem noch nicht. Das ist ja nicht viel Flüssigkeit, die ich daran da brauche. So. Insgesamt plus 90 Hühlsäure oder sowas, das ganze Werk hier braucht pro Sekunde. Das sollte sich ja ausgehen. So, dann müssen wir jetzt hier oben anschließen, die Drähte. So, mache ich den jetzt hier nach hier oben oder nicht? Weiß ich noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen ab. So. Dann einmal hier unten drunter durchgesprungen. So. Was brauche ich denn dann noch? Achso, das Silikondinger hier. Die Puffer, wie tief ist das? In der Höhe. Na, ah, Pool, warte mal, nee. Von dem Silikonzeug brauche ich jetzt so ein bisschen mehr, ne? Da ist hier unten noch ein bisschen Bedarf. 40 aufgekommen und 12, das ist jetzt 78 und insgesamt unterwegs, nicht nur 18. Also das ist sozusagen ein Förderband. Ah, da brauche ich die 4. Okay, 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 okay. Da brauche ich die 4. Dann nehmen wir einfach 2 hier ab und die 2 gehen weiter. So. Dann ziehe ich das jetzt einfach mal blind durch hier. So. 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 Nicht so, dass ich nicht von euch hier noch ein paar Sachen in die Tasche habe. So. Okay, so, jetzt geht es ja nicht schon mal los. Und jetzt muss ich bloß noch quasi das Material hier auffächern auf 5. Das heißt, da brauche ich ein 4 auf 5. B. Hier auf 5. So. Und da ziehe ich jetzt einfach mal hier auch nicht mehr. Das kann ich dann auch schon gerade durchziehen. Ja. Moment, ich muss hier mal einmal. So.
Ist ein gerade wohnen jetzt hier? Das ist schon mal gut, glaube ich. Durch einen dummen Zufall ist richtig gemacht. So, dann hier das Material daran. Na? So lang. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Und dann kommt der da dran. Habe ich keine mehr. So, das soll ja nur zum Darstellen, dass wir dann am Sonntag nochmal zur eigenen, ich hätte fast Befriedigung gesagt, ist es ja auch, dass wir hier sehen, dass diese Werke an sich das tun, was sie tun sollen und dass das hier schon mal funktioniert. Ich werde jetzt so oben den Bahnhof einstellen, in der Hoffnung, dass dann das hier unten fertig gebaut ist und dass wir da oben die anderen Waren noch alle rankriegen, damit die dann hier auch schon auf dem Förderband liegen und wir uns dann damit beschäftigen können, was denn da so passieren darf. Also da geht es jetzt hier los. Ich brauche, habe ich denn hier 1, 2, 3, 4, 14. Oh, da brauche ich ja noch einen, der dann noch ein bisschen was dazu schustert. So, wir brauchen hier theoretisch. Was haben wir denn hier? Ich habe Achso, warte mal, der hat ja jetzt hier. Oha. Der hat ja jetzt gar keine Einstellung. Okay. Loop Limit machen wir 2. Angebotspriorität schon ein Grenzwert. Ab 20.000 besorgst du in alle. So, du bist ein Anforderer. So. Mann. Ab 20.000 Waren kannst du anfordern, also wenn wieder 20.000 Differenz sind. 50.000 davon wollen wir haben. Wir wollen Goldrollen haben, auch 50.000. Wir wollen haben Monosilikon, 50.000. Wir wollen haben das da, 40.000. Wegen den Kisten. So, wir wollen haben Silberdraht. Das müsste auf jeden Fall jetzt was auslösen, weil das haben wir nämlich noch nie gehabt. Wir wollen haben. Was haben wir denn hier noch Schönes? Das Zeug wollen wir hier haben. Eisenerz. Ich weiß nicht, warum er noch nicht auslöst. Weil theoretisch denn seine Materialien müsste uns eigentlich schon bringen. Wir wollen, was wollen wir noch haben hier? Die Dinger wollen wir haben. Das wollen wir hier haben. Überdrahtroller habe ich schon. Chrom wollen wir hier haben. Aluminium nicht. Stahl nicht. Und Stoff. Nehmen wir auch bis 40.000. Carbon. Machen wir 50.000. Und hier mal sonst nichts mehr. So, was haben wir denn hier? Die Rolle habe ich. Die Rolle habe ich, das habe ich, das habe ich. Mono habe ich, Chrom habe ich. Ah ja, grüne, blaue Chips habe ich noch nicht. Und
Ja, grün und blaue Chips habe ich noch nicht. Ich müsste 16 Waren haben, ich kann auch. Hat er bloß Unit-Kästchen gezählt? Grüne Chips habe ich noch nicht. Chips. Die Boards habe ich auch noch nicht, ne? Grüne Chips. Blaue Chips. So. Jetzt müssen ja einige hier auf dem Weg sein. So. Das haben wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, irgendwas, was ich gesagt habe, das haben wir noch nicht. Definitiv nicht. Gut. Minus 27k, okay. Essen erst müsste also auch kommen. So, und jetzt ist aber die große Frage, welche Ware habe ich noch nicht? Welche könnte ich... Habe ich Carbon schon? Ja, Carbon habe ich doch reingenommen, ne? Nee. Irgendwas ist mit meinem Zählapparat gerade wieder verkehrt. Das sind 14 Waren hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. So, also. Kupfer, Gold, Mono, also die Kongeschichte, den Draht haben wir, das Erz haben wir, den Draht haben wir, den Draht haben wir, den Draht haben wir, Chrom haben wir, Kunststoff haben wir, Kohle haben wir, Chip haben wir. So, also, das haben wir. Gold haben wir. Irgendeine Ware habe ich ja noch nicht. Doch, hier ist Golddraht noch. Golddraht habe ich nicht. Den Golddraht habe ich nicht. Der fehlt, oder? Ja. Der Golddraht fehlt noch. Den brauche ich noch. Der ist hier. Golddraht brauche ich. Upsala. So. Okay, so. Wir sind jetzt in zwei Züge unterwegs. Hier kommen auch fleißig Waren an. So, angeschlossen sind alle Kisten. Auch die da hinten. Kisten leuchten alle. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Das ist viel wert. Die Kisten alle leuchten. So. Wie sieht es hier vorne aus mit der Kiste? Die Problembergkiste hier, die am wenigsten los wird. Na, sieht auch noch gut aus. Sehr schön. Gut, denn sollten ja jetzt langsam sicher alle Waren da sein. Und jetzt gucken wir hier unten, ob das Werk das produziert hier auch schon. Und da sehen wir auch schon, hier haben wir unsere Prozessoren. Sehr gut, das funktioniert also auch. Das heißt, wir haben hier zwei volle Bänder Prozessoren, wir haben hier zwei volle Bänder von den Boards und damit haben wir sozusagen diese beiden Produkte erschlagen. Für dieses Produkt hier, ne, da müssen wir auch nochmal gucken, das kriegen wir wahrscheinlich auch in dieser Fabrik hin. Ja, brauchen wir noch 13 von. Da müssen wir uns natürlich ein Werk für bauen, wo die Teile dann mit drankommen, die Teile und ähnliches, das kennen wir ja schon. Aber da sind wir durch. So. Und die hätte ich wahrscheinlich auch in kleineren Werken machen können, hätte man da auch weniger gebraucht. Naja, gut. Gut. Haben wir das auch gelernt wieder. Naja. So. Und die können wir wahrscheinlich auch in den kleineren machen und dann brauchen wir da auch weniger von. Das geht auch, das kriegen wir platztechnisch doch alles hier unter. Überhaupt kein Problem. Wir wollen da bloß ein paar schwarze Chips haben. Wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Woche ist wieder mal zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten. Bis denn. Tschüss.